Guten Morgen, liebe Freunde der Buchkomplizen. Wir haben heute ein Live-Interview mit Heiner Flassbeck, den ich ganz herzlich begrüße. Guten Morgen, Herr Flassbeck. Hallo, guten Morgen. Sie leben in der Nähe von Genf in Frankreich. Und da ist das Wetter heute gut, oder wie schaut es aus? Neblig. Neblig ist es. Sind wir schon fast beim Thema. Herr Flassbeck, von Ihnen erscheint heute der wunderbare Atlas der Weltwirtschaft. Ganz neu. Vielleicht dazu kurz als Hintergrund. Wir leben ja gerade in einem weiteren Lockdown, Light genannt in Deutschland. Ich weiß nicht genau, wie die Franzosen das handhaben. Können Sie uns vielleicht gleich auch noch was dazu sagen? Wie ist im Moment die Wirtschaftslage in Deutschland? Naja, Deutschland hat sich, das kann man auch für ganz Europa sagen, Deutschland und Europa haben sich in den letzten Monaten wieder etwas erholt. Man hat Wachstumsraten gesehen, hohe Wachstumsraten, die allerdings keine große Bedeutung haben. Wir sehen erstaunlicherweise, dass es in Frankreich besser geht als in Deutschland. Frankreich hat schneller aufgeholt als Deutschland. Deutschland ist, wir haben gerade vorgestern die industrielle Produktion bekommen. Die ist hängen geblieben sozusagen auf einem relativ niedrigen Niveau, sodass man also nicht das berühmte V hat. Alle haben davon geredet, es gibt ein V, es geht steil runter und geht steil wieder rauf. Es ist jetzt eher so ein Wurzelzeichen. In der Mitte hört der aufsteigende Ast auf und geht seitwärts weg. Und ja, das ist schon bedenklich. Das ist, zeigt, man kann überhaupt nicht davon reden, dass irgendwie die Wirtschaft sehr schnell zurückkehrt auf den alten Pfad oder in die alten Muster. Das ist einfach nicht der Fall. Woran liegt das, dass Frankreich quasi dieses V sieht, aber wir nicht? Gibt's dafür? Naja, Frankreich hat eine größere Binnennachfrage. Die Binnennachfrage ist in Frankreich sehr viel wichtiger. Die Binnennachfrage hat sich auch sehr schnell erholt. Die Konsumnachfrage. In Deutschland hängt man ja mehr am Export und an den Investitionen. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Ansonsten muss man sagen, auch Italien hat sich relativ gut erholt, aber es ist alles sehr fragil. Wenn jetzt nochmal ein neuer Lockdown kommt oder eine schärfere Maßnahmen, dann bricht das alles sehr schnell wieder ein. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, die Arbeitslosigkeit in Form von Kurzarbeit ist auch in Deutschland immer noch extrem hoch. Rechnen Sie denn damit, dass sollten sich die Länder über die Zeit hinweg weiter erholen, dass der Export dann wiederkommt? Oder wie wird sich das verhalten? Naja, es gibt unterschiedliche Anzeichen. Zunächst schien es so, als würde der deutsche Saldo im Export, der Leistungsbilanzüberschuss, deutlich schrumpfen. Jetzt ist er wieder ein bisschen größer geworden. Die Anzeichen sind nicht ganz klar. Aber eines ist klar, wenn die Weltwirtschaft sich jetzt nicht erholt, wenn wir in den USA weiter große Probleme haben, wenn es weitere Lockdowns oder Ähnliches gibt, dann wird es auch für den deutschen Export ganz bitter, weil dann kann man einfach nicht damit rechnen, dass die gleichen Volumina laufen wie in den vergangenen Jahren. Alle Prognosen, die wir jetzt haben, unterstellen für das nächste Jahr, dass der Leistungsbilanzüberschuss wieder sehr hoch bleibt. Deutschland braucht diesen Leistungsbilanzüberschuss. Ich sage immer wieder, Junkie, die Nadel. Und es kommt einfach nicht davon weg. Und alle Prognosen, die Regierung und die Institute und wer auch immer, hängen alle an diesem Leistungsbilanzüberschuss. Das habe ich in den vergangenen Tagen immer davon wieder gelesen, dass insbesondere der Mittelstand heftig getroffen wird. Was können Sie dazu sagen? Ist das so? Naja, klar. Ich meine, wenn man diese Art von Einschränkungen hat, wie wir sie jetzt hat, man muss sehen, wie viel Entlastung die Regierung bietet. Aber der unmittelbare Effekt ist natürlich, wenn alle Restaurants zu sind, wenn die ganze Kultur zu ist, dass wir tendenziell Unternehmen treffen, die im mittleren Bereich liegen, die im Mittelstand liegen, ganz klar. Und das gilt natürlich auch schon vorher für die gesamte Hotellerie, das gilt für die gesamte kulturelle Angebot, für Museen und so weiter. Das sind ja alles mittelständische Betriebe sozusagen, wenn es Betriebe sind. Und da trifft es natürlich ganz besonders. Erstaunlicherweise haben die Leute sehr schnell wieder Autos gekauft. Aber selbst bei der deutschen Automobilindustrie ist die Produktion hängen geblieben auf einem sehr niedrigen Niveau. Das Niveau in diesem Sommer ist Indexwert 70, aber vor der Krise waren wir bei 100, 110. Ja. Also das zeigt, es gibt auch da einen erheblichen Einbruch. China verzeichnet, glaube ich, wieder einen Stand
ihrer Wirtschaftsleistung wieder vor der Krise gewesen ist oder nahezu. Ist das richtig? Oder welche Situation hat gerade China zu vergegenwärtigen? Naja, China hat wieder relativ hohe Wachstumsraten ausgewiesen, 4, irgendwas. Sie wissen das ja immer genau auf die zweite Kommastelle. Das darf man nicht so ernst nehmen. Aber sicherlich geht es aufwärts und sicher haben sie irgendwie das Coronavirus unter Kontrolle gebracht, besser als wir. Wobei das eben man nicht einfach sagen kann, das ist jetzt unser Vorbild, weil ähnliche Maßnahmen, ähnlich harte und drastische Maßnahmen wie China will ja hier niemand durchsetzen. Also man muss abwarten, ob auch dort der Saisonfaktor wieder zuschlägt. Das heißt, auch das Virus wieder zurückkommt, wie wir das in Europa sehen und in den USA. Ja, wenn wir über Weltwirtschaft reden, gibt es natürlich, einen großen Faktor, die amerikanische Wirtschaft. Jetzt gab es die Präsidentschaftswahl. Gibt es da Prognosen von ihm, wie sich das weiterentwickeln wird? Es ist völlig unklar, was Biden tun wird. Im wirtschaftlichen Bereich ist er ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Er wird ähnlich wie Trump versuchen, weiter die Wirtschaft zu stützen, die ja auch dort Corona-bedingt immer noch sehr stark am Schwächeln ist. Also da wird sich nicht unmittelbar viel ändern. Die Amerikaner müssen weitergehen auf dem Weg, wie wir übrigens in Europa auch, auf dem Weg einer höheren Staatsverschuldung und überstaatliche Maßnahmen die Wirtschaft abstützen, solange bis das in irgendeiner Weise wieder vollständig überwunden ist oder wir jedenfalls zu einer Normalität zurückkehren können, die auch der Wirtschaft erlaubt, sich normal zu entwickeln. Ich weiß von Ihnen, dass Sie da streng unterscheiden zwischen sozusagen den generellen politischen Entscheidungen der generellen politischen Administration in Amerika und der Wirtschaftspolitik auf der anderen Seite, die Sie durchaus schätzen, gerade in Krisensituationen. Was machen die Amerikaner anders als die Europäer oder die Deutschen? Die Amerikaner unter Trump oder Obama waren immer sehr viel pragmatischer, was die Staatsschuldenfrage betrifft. Die USA, gerade jetzt unter Trump, haben eine wahnsinnige Ausweitung der Staatsschulden vorgenommen, die aber absolut gerechtfertigt ist, weil auch in den USA wie bei uns die Unternehmen zu Sparern geworden sind. Das ist eben der zentrale Punkt, den wir auch in dem Heft sehr schön belegen. In sehr vielen Ländern der Welt sind die Unternehmer zu Sparern geworden. Und das ist eine Umkehrung der Verhältnisse. Das hat immer noch niemand richtig begriffen, wie dramatisch das ist. Die ganze Idee von Marktwirtschaft war darauf aufgebaut, dass die Unternehmen Schuldner sind und Investoren sind. Wenn die Unternehmen selbst zu Sparern werden, wie das jetzt in fast allen großen Ländern der Welt ist, inklusive Deutschland, inklusive Frankreich, inklusive Italien, dann steht die Welt auf dem Kopf und dann gibt es für die Welt insgesamt nur noch einen einzigen Schuldner, nämlich das kann nur noch der Staat sein. Wenn also Staaten Schulden machen in Reaktion darauf, dann ist es das Normalste von der Welt. Und es gibt überhaupt keinen Grund, durchzudrehen und verrückt zu spielen. Im Gegenteil, man muss sich eben, wenn man das ändern will, gründlich darüber nachdenken, was schiefgelaufen ist in dieser Wirtschaft, im Neoliberalismus, muss man ja sagen. Wir haben ja seit in den 70er Jahren Neoliberalismus. Irgendetwas muss ja fundamental schiefgelaufen sein, wenn die Unternehmen ihre alte Rolle abgelegt haben als Investoren und als Schuldner. Welche spezielle Rolle spielt die EZB bei all dem? Ach, die EZB spielt eher eine passive Rolle. Also diese ganzen Schreihälse, die da immer von Inflationierung reden und wie sie alle heißen, Krall und Co., das ist alles Schwachsinn. Das ist wirklich Schwachsinn, muss man sagen. Die EZB, wie alle anderen Notenbanken der Welt, tun nichts anderes als das System, dieses seltsame System, was sich eben nicht mehr vernünftig entwickelt, weil die Unternehmen ihre Rolle nicht spielen, als dieses System zu stützen. Was soll sie sonst tun? Soll sie jetzt hohe Zinsen machen, damit die Staaten, die versuchen, verzweifelt die Wirtschaft am Leben zu erhalten, hohe Zinsen bezahlen? Für wen? Es ist völlig, völlig absurde Welt, die da aufgebaut wird. An dieser Stelle vielleicht ganz interessant, wir werden als Unternehmen immer mal befragt von der Bundesbank zu aktuellen Entwicklungen und in der letzten Umfrage wurde dezidiert nach Deflation gefragt. Das ist ja relativ ungewöhnlich für die, ob der Unternehmer ein Verständnis für deflationäre Entwicklungen hätte. Möglicherweise wird man da auch bei der EZB inzwischen wach. Ja, Herr Plasser, das war jetzt ein Parfumswitch im Prinzip durch die großen Themengebiete der wirtschaftspolitischen Entwicklungen. Ich hoffe, dass wir demnächst wieder ein Interview führen und dass wir etwas konkreter in die Wirtschaftspolitik auch reingehen, möglicherweise der Amerikaner, möglicherweise der Deutschen, möglicherweise der Europäer, was ja auch verbunden ist. Vielen Dank für heute. Und bitte sehr. Bis zum nächsten Mal.